Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Hugo rettet das Weihnachtsfest. Genau, in der letzten Folge haben wir ja endlich, seit Ewigkeiten habe ich das Rätsel mit den Zwergen mal geschafft. Das ist doch echt schön. Genau, schauen wir uns dann heute mal um, was wir noch so machen können. So. Ich sag's ja, die Ausrufezeichen. Die Fragezeichen sind manchmal ein bisschen komisch gesetzt. Also es wird auf jeden Fall gezeigt auf den Stall. Okay, dann gehen wir jetzt in den Stall und besuchen die Tiere. Würde ich schätzen. Also, ja. Ah, hier oben, ja. Die Ziege, was die für eine Schnute macht. Okay. Hör dir die Tierstimmen gut an und bringe die Tiere in die richtige Reihenfolge. Mhm. Also. So. Ja. Doch. Sehr schön. Dass es auf Anhieb geklappt hat. Ja gut, ist ja zum Glück nicht so viel gewesen. Aber trotzdem. Na, wie wird ihr das gefallen? Wie ärgerlich! Ich habe so lange gebraucht, um die Tiere zu verzaubern. Wenn ich nur wüsste, wer in meinem Schloss wieder Ordnung schafft. Na wer wohl? Dass sie da immer noch nicht drauf gekommen ist, wer das sein könnte. Naja, okay. Dann haben wir das jetzt soweit geschafft. Dann war es das eigentlich, glaube ich, auch. Ich guck mal eben auf die Karte. Ja. Gut. Dann brauche ich mich gar nicht so weit umgucken und selber suchen. Obwohl das manchmal ein bisschen spannender ist. Genau. Dann können wir ja jetzt runtergehen zum Weihnachtsmann. Und uns die Geschichte wieder anhören. Viel Spaß! Am nächsten Morgen hatte Benny zur Abwechslung einmal keine Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Gestern hatten sie den ganzen Nachmittag lang darüber beratschlagt, was sie tun sollten. Alles war bis ins kleinste Detail geplant worden. Und ihre Konferenz war ein voller Erfolg gewesen. Bis auf einen großen Fehler. Im Nachhinein war natürlich klar, dass es am besten gewesen wäre, wenn sie sich in Codesprache unterhalten oder Keks und Krümel vor den Fernseher gesetzt hätten. Aber gestern Nachmittag hatten sie eben noch nicht gewusst, was sie jetzt wussten. Und daher saßen sie jetzt auch in der Klemme. Als ihre Konferenz zu Ende war, bestanden Keks und Krümel darauf, dass sie mitkommen wollten. Sonst würden sie alles den Erwachsenen sagen. Bennys erste Reaktion bestand darin, dass er vorschlug, die beiden Nervensägen in den verlassenen Bahnhof zu sperren und sie erst wieder herauszulassen, wenn alles vorbei war. Und da Torte die Idee ebenfalls klasse fand, wollten sie schon zur Tat schreiten, als Willi plötzlich laut und vernehmlich »Nein!« rief. »Die Menschen sollen nett zueinander sein und ganz besonders an Weihnachten«, sagte er. Und wer weiß, vielleicht können sie uns ja helfen. Und so war es dann auch. Aber jetzt ging es erst einmal darum, aufzustehen und aus dem Haus zu schleichen, bevor seine Eltern aufwachten. Sie hatten einen langen Tag vor sich. Benny gab Willi, der in einer Streichholzschachtel lag und eine Socke von Benny als Schlafsack benutzte, einen kleinen Stups. Willi machte die Augen auf, regelte sich ein wenig und kroch aus der Socke heraus. Es war 6.15 Uhr und in einer Viertelstunde wollten sie sich mit den anderen treffen. Die beiden zogen sich an und Benny schmierte in der Küche ein paar Brote. 6 Stück mit Schokocreme und 6 Stück mit Erdnussbutter. Dann war es Zeit, Gerda zu wecken, die in der Garage übernachten musste, weil sie sie nicht ins Haus schmuggeln konnten, ohne dass die Erwachsenen sie entdeckt hätten. Benny steckte Willi in seine Hemdentasche
und schlich sich auf Zehenspitzen nach draußen. Gerda lag in der Garage und schnarchte so laut, wie dies nur Ziegen und vielleicht ein paar fette alte Männer können. »Sch«, sagte Benny. »Warum schleichen wir eigentlich auf Zehenspitzen hier herum, wenn sie so laut schnarcht, dass fast das Dach einstürzt?« Sie weckten Gerda und während Benny das alte Fahrrad seines Vaters von dem Haken an der Garagenwand herunternahm, stibitzte Gerda alle 12 Brote, ohne dass es jemand bemerkte. Ziegen und ganz besonders solche, die Gerda heißen, haben morgens immer einen fürchterlichen Hunger. Jetzt konnten sie gehen. Und Benny band Gerda einen Strick um den Hals, damit sie neben dem Fahrrad herlaufen konnte. An dem Haken, an dem vorher das Fahrrad gewesen war, befestigte er einen Zettel, auf dem stand: »Liebe Eltern, ich muss für ein paar Tage weg, aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, weil ich nämlich bald wieder da bin. Viele Grüße, Benny. PS, das Geld bekommst du natürlich wieder, Mami.« Benny fuhr ziemlich schnell davon. Und Gerda, die keine Zeit gehabt hatte, ihr Frühstück zu verdauen, rülpste laut. Benny fand es toll, dass sie so laut rülpsen konnte, denn schließlich war sie ja ein Mädchen und Gerda musste ihm versprechen, dass sie ihm irgendwann einmal zeigen würde, wie man das machte. Benny war zwar aufgefallen, dass Gerdas Rülpser eindeutig nach Erdnussbutter roch, aber das vergaß er gleich darauf wieder, weil ein Stück vor ihnen Torte mit Keks und Krümel auf sie wartete. Keks und Krümel strahlten so unverschämt glücklich, dass Benny sich schwer zurückhalten musste, um sich nicht über Willis kategorisches Nein hinwegzusetzen und seinen »Wir sperren sie in den Bahnhof«-Plan doch noch in die Tat umzusetzen. Alle waren da und man konnte auf den ersten Blick erkennen, dass sie vor einer kleinen Weile noch in ihren Betten gelegen hatten. Der erste Punkt auf der Tagesordnung sah eigentlich vor, dass sie alle Blutsbrüder wurden und schworen, keinem Menschen von ihrem Abenteuer zu erzählen. Gestern war es noch eine großartige Idee gewesen, aber als sie jetzt im kalten Morgenlicht dastanden, fanden sie es nicht mehr so toll. Keiner von ihnen wollte sich in den Finger schneiden und sein Blut mit dem eines anderen vermischen. Daher schlug Benny nach einigem Nachdenken vor, dass sie lediglich einen Verein gründen würden. Im Handumdrehen waren sie sich darüber einig, wie ihr Verein heißen sollte. Schlafmützen für ein friedliches und fröhliches Weihnachtsfest. Torte wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, da er die mit Abstand größte Schlafmütze von ihnen war und seine Haare so fettig aussahen, als hätte er sie mit Weihnachtsporridge gewaschen. Er war furchtbar stolz und dankte ihnen allen für seine Ernennung. Und Benny war ein kleines bisschen eifersüchtig. Dann gingen sie zum zweiten Punkt der Tagesordnung über. Sie stiegen wieder auf ihre Fahrräder, weil sie in der Nachbarstadt Groß-Lallebü einer Hellseherin namens Madame Mystique einen Besuch abstatten wollten. Okay, ich sag's ja, die Geschichte wird von Tag zu Tag ein bisschen spannender, ja, aber eben halt auch ernsthaft in einem Bahnhof einsperren, zwei kleine Kinder. Wie alt sind denn die beiden Kinder, also, dass man auf solche Ideen kommt? Wow. So ein bisschen düster ist es schon, bin ich der Meinung. Okay. Aber mir fällt gerade auf, hier oben. Die letzten Tage war, glaube ich, hier die Farbe so ein bisschen komisch. Das Grün war dann auch mit hier, wo das Blau jetzt ist. Naja, egal. Dann ist es jetzt halt richtig. Schön. Oh gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zu Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Hugo rettet das Weihnachtsfest wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.